Was für dich im Erfolg war, der hat es mir schon vorweggenommen. Auftakt der Saison warst du im Weltcup unterwegs und dann der super dritte Platz. Wie war es aus deiner Sicht? Erzähl uns mal ein bisschen von deiner Saison. Ja, also der Auftakt war relativ gut. Es bestand ja immer noch die Quali, sage ich mal, für den Weltcup beim ersten EU-Cup. Ja, das ist nicht immer so ganz einfach, weil man will es ja unbedingt. Und das hat dann Gott sei Dank gepasst mit dem Podestplatz gleich zu Beginn. Dann konnte ich auch nach Borreluka gleich weiterreisen zum ersten Weltcup. Und da hätte es ja fast beim ersten Rennen gleich geklappt. Da bin ich ja dann 23. geworden und einer weniger wäre Platz 8 gewesen, direkte Weltcup-Norm. Aber ja, im Nachhinein hat es irgendwie nicht sein sollen. Das war dann echt schade. Ich habe auch nicht gedacht, dass ich mit Platz 23 rausfliege. Aber genau das Wochenende hatte die Anna Weidel so ein Top-Wochenende und dann ja, ging es zwischen uns beiden und dann bin ich wieder zurück in den EU-Cup und konnte dann nochmal in Oro starten. Davor war ich ein bisschen krank nach Weihnachten. Da war der, glaube ich, einfach nicht mehr drin. Und ja, dann war eigentlich die Tür nach oben auch zu. Und dann gab es nur bei der Europameisterschaft eine Medaille holen, was aber nicht so einfach war, weil alle wussten, die Hälfte der Weltcup-Leute fährt nicht nach Übersee, sondern startet bei den Minsk bei der EM. Was ja dann auch die Schweden so gemacht haben, viele aus der Ukraine, viele Russen. Und man sagt, da eine Medaille holen, da muss schon wirklich alles passen. Also das war nicht so einfach und dann ist gleich der Einzige gestartet. Und dann wird es Platz 4. Also da habe ich wirklich gedacht, das war wahrscheinlich jetzt die, das war es wie in Popolupa, das war meine Chance, die Medaille hier zu holen. Ich weiß nicht, ob ich nochmal so nah dran komme ans Podest. Und dann liegt das in der Staffel wirklich gut. Also wir hatten vorher mit Ach und Krach manchmal auf dem Podest gestanden und bei der EM lief es aber dann immer nie. Und diesmal hat es aber dann wunderbar geklappt, auch weil die Jungs eine super Arbeit gemacht haben. Und da war der Sprint und das lief nicht so ganz. Weil mit Platz 15 weiß man einfach, vor einem sind Leute, das wird nicht einfach bei einer Verfolgung, weil die alle gut schießen. Und es war jetzt auch keine Windlotterie oder irgendwas, wo man sagt, man kann das irgendwie durch Glück schaffen. Und dann war bei so einem Rennen, was nicht so oft passiert, so ein Rennen wie in Antolz dann, die man nicht erzwingen kann, die dann einfach passieren. Und ja, dann hat es dann doch geplatzt mit Platz 3 und das war dann also mein persönliches Highlight der Saison, weil es nicht irgendwie so ein Rennen war, was ja, irgendwie so lief, sondern einfach so ein super Rennen für mich selber dann. Und ja, da ging es dann zu Ende der Saison noch so mal auf, mal ab.